Willkommen zu einem weiteren, auch für mich etwas unerwarteten Video, denn es gibt noch eine Sache, die ich hier in der Lied von Eis und Feuer Playlist hinzufügen möchte, nämlich Westeros, die Welt von Eis und Feuer. Das ist kein originäres Rollenspielprodukt, sondern vom Penhaligon Verlag, der auch hier auf Deutsch die Lied von Eis und Feuer Bücher rausgebracht hat, ein ziemlich dicker Weltenband, der aber eben ähnlich wie ich es auch schon beim Videogame Compendium von Witcher oder so gemacht habe, ähnlich cool sein kann für das Spiel. Deswegen will ich das eben einmal so ein bisschen mit euch durchgehen. Ich habe ja auch irgendwann schon mal als extra sozusagen das Kartenwerk sozusagen, was auch nicht direkt zum Rollenspiel gehörte, einmal vorgestellt gehabt. Das gibt es nämlich auch noch. Aber hier soll es dann einmal um diesen dicken Band gehen. Und der ist wirklich auch hier so in einem größeren Format gehalten. Hat auch ein braunes Lesebändchen. Und ja, hinten kann man vielleicht auch nochmal den Klappentext zeigen. Und das Ganze ist auch in Vollfarbe. Ich gucke nochmal lieber rein zur Sicherheit. Ja, es ist auf jeden Fall in Vollfarbe. Und ja, es wäre normalerweise dann natürlich sehr viel Geld wert. Hier steht jetzt hinten gar kein Preis drauf. Aber ich glaube, das hatte 30 Euro gekostet. Wäre das jetzt kein allgemeines Produkt von so einem normalen Bücherverlag hier wie Penhaligon, würde das sicherlich irgendwie so ein 50 oder sogar 60 Euro Werk sein fürs Rollenspiel. Ne? Aber da das eben nicht so ist, kann man hier mit 30 Euro schon was Gutes bekommen. Und inwiefern das nützlich oder vielleicht auch gar nicht so nützlich oder nur in Teilen nützlich sein könnte, gucken wir uns hier jetzt einmal an. Ja, an der Stelle auch nochmal in dem Sinne ein Dankeschön an den Kollegen Dan, denn bei ihm habe ich das letztlich nochmal gesehen, dass es das überhaupt gibt. Der hatte das nämlich auch schon mal in seinen Videos vorgestellt auf seinem Kanal. Ich wusste ganz früher eigentlich schon, dass es das gibt und da hatte ich jetzt damit noch nicht so viel zu tun. Und dann habe ich das einfach auch vergessen und ja, dadurch ist es eben nochmal wieder in meinen Fokus geraten. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich muss das auf jeden Fall auch haben und bevor das vielleicht irgendwann mal vergriffen sein könnte, muss das natürlich dann auch jetzt sein. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir sehen natürlich hier auch schon im Vorsatz, dass das unglaublich schön illustriert ist. Also das Bild stimmt eigentlich schon mal auf alles ein und klar, wir haben natürlich hier extrem viele Wappen. Und natürlich hier das Targaryen-Wappen, noch komplett metallisch. Ja, ich kann ja mal gucken, das ist hier mittlerweile die 10. Auflage, also das erfreut sich anhaltender Beliebtheit anscheinend. Deutsche Erstveröffentlichung März 2015. Die Serie fing, glaube ich, 2011 an. Die Bücher natürlich schon vorher. Also ein paar Jahre, nachdem die Serie angefangen hatte, haben sie halt gemerkt, das könnte was bringen. Und anscheinend ein Jahr vorher, also 2014, ist es im Englischen, glaube ich, rausgekommen, so wie ich das hier verstehe. Und hier unten steht auch nochmal, was wir hier gesehen haben, im Vorsatz. Das hier ist Drachenstein, die Feste, die auch in den Büchern natürlich dann vorkommt. Und hier rechts Sturmkap. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin jetzt schon so lange raus aus dem Ganzen, dass ich da schon gar nicht mehr so genau weiß, was es mit diesen Sachen auf sich hat. Weil ihr wisst ja, ne, das ist halt so eine riesen detaillierte Welt und vor allem, wenn man die Bücher liest und nicht nur die Serie guckt, dann ist das halt so heftig. Da hat man teilweise 70 Seiten in einem Buch Anhänge von irgendwelchen Adelsgeschlechtern und also Personen einfach allgemein. Gut, natürlich auch hier die Ränder und so alles schön aufgemacht und
Wir sehen hier, es wird erstmal etwas zur Geschichte gesagt, dann wird was zu den Königen aus dem Hause Targaryen noch gesagt und was über die Herrschaft der Drachen auch. Die sieben Königslande natürlich und dann im Einzelnen nochmal die Länder entsprechend und dann auch nochmal ein paar weitere Lande und Nachwort und so weiter. Gut, das ist natürlich hier wie so ein mittelalterliches Buch auch irgendwie aufgemacht, ne? Das passt ja eben auch sehr, sehr gut. Okay. Also das ist natürlich auch mit kleinerer Schrift versehen und so weiter, ist ja auch dann aus dem Englischen, muss es wahrscheinlich irgendwie dann auch entsprechend kleinere Schrift sein, denke ich jetzt mal. Ja, Aegon der Eroberer hier links und dann geht es hier los. Erstmal die Geschichte des Altertums. Und hier sehen wir auch gleich schon quasi die Weltkarte im Prinzip. Wir haben hier Westeros, das ist das Hauptsetting natürlich, und dann geht es hier mit Essos weiter. Da im Westen von Essos spielt ja durchaus auch noch einiges von Game of Thrones oder Lied von Eis und Feuer. Je weiter man in den Osten kommt, desto ja, weniger weiß man eigentlich. Und dann hat man tatsächlich hier unten noch Sotorios. Sotorios. Darüber weiß man, glaube ich, so gut wie gar nichts. Und ja, gut, Westeros ist natürlich sowieso hier dann der Fokus. Gut, das fängt hier an mit dem Zeitalter der Dämmerung. Das ist natürlich für Leute, für wirkliche Fans dann auch, ne, wie irgendwie auch für mich nochmal wirklich interessant. Aber das wird man wahrscheinlich nicht so mega heftig brauchen, so im Spiel. Aber man kann natürlich alte Sachen aus der Geschichte irgendwie einbauen. So, hier unten steht auch nochmal, das hier ist ein Riese und ein Kind des Waldes natürlich hier rechts. Und es gibt auch immer mal wieder so kleine Einschübe hier, wie man es eben vom Rollenspiel auch kennt, von so Kästen. Und also, mein Gott, die Illustration. Also das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich gut. Hier geht es natürlich los mit der Ankunft der ersten Menschen. Und ja, immer mal so eine Seite, das lässt sich eigentlich ganz gut lesen, finde ich bisher. Zeitalter der Helden, dann haben wir hier die lange Nacht. Was haben wir eigentlich für eine Szene? Die anderen reiten auf Eisspinnen und toten Pferden, wie die Legenden behaupten. Okay. Ja, dann geht es hier weiter mit dem Aufstieg Valyrias. Valyria, so wie ich das kenne, ist ja dieses Reich, dieses Targaryen-artige Reich mit den Drachen und so weiter, das alte Valyria halt, ne? Die eben so mächtig sein konnten wegen ihrer Drachen. Deswegen steht hier unten eben auch die Abbildung hier Drachenherren aus Valyria. Gut, ja, Valyrias Kinder eben, ne? Und mein Gott, hier auch nochmal eine richtig, 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 richtig coole Illustration mal wieder. Ankunft der Andalen. Das geht dann hier alles ein bisschen länger, aber lässt sich auch noch ganz okay lesen. Und hier natürlich wieder eine ultra geile Illustration. Die 10.000 Schiffe. Ja, die sind, glaube ich, da dann alle nach Westeros gekommen. Also diese Völkerwanderung nach Westeros halt, ne? Da hat man dann auch in den Romanen immer mal wieder was mitgekriegt, aber mehr so hintergründig. Das ist hier jetzt mal eine wirklich lange, lange Sache. Und ja, genau, Nymeria hier, Fürstin Nymeria, kommandiert die 10.000 Schiffe. Ja. Da, an der Stelle sieht man auch schon, dass da mit den Frauen und so, also ne, so eine relative Gleichberechtigung zumindest gibt es. Jetzt vielleicht keine vollständige, aber schon mehr oder weniger. Das Verhängnis von Valyria, denn irgendwann ist das dann alles mal zu Ende gegangen. Sind auch hier nur zwei Seiten. Und dann kommt die Herrschaft der Drachen. Ja, da haben sie natürlich dann einiges erobert in Westeros und konnten das natürlich durch die Drachen dann auch ganz gut hinkriegen. Hier Aegon, der Eroberer.
der in der Schlacht gerade kämpft. Und das sind dann hier durchaus auch mal wieder ein paar mehr Seiten, weil das eben große geschichtliche Ereignisse sind. Also ihr seht schon, das geht über viele Seiten. Und es ist auch immer noch nicht zu Ende. Ja, okay. Also, dieses riesige einschneidende historische Ereignis ist dann auf jeden Fall den hier sehr, sehr viele Seiten wert. Und hier auch nochmal direkt der Eiserne Thron. Gut. Also diese ganzen Geschichtssachen, die sind, wie gesagt, bestimmt nochmal nett zu lesen und so weiter, aber jetzt nicht unbedingt unmittelbar wichtig direkt im Spiel. Aber in dem Rollenspiel, was der Manticore Verlag mal rausgebracht hat, da ist natürlich die Geschichte, meine ich, auch nicht so extrem aufgefächert, ne? Also da hätte man hier dann schon mal nochmal einen Mehrwert, denke ich. Und ähnlich wird es wahrscheinlich sein mit den Königen aus dem Hause Targaryen. Gut. Aegon der Erste, der bekommt hier auch schon einiges ab. Es ist natürlich dann irgendwie auch immer noch ein Geschichtsabriss, weil die Könige nacheinander bilden ja dann den geschichtlichen Verlauf dann ja auch ab, klar. Aenys der Erste, von dem weiß ich auch nichts mehr. Maegor der Erste habe ich mal gehört. Und die, genau, das war irgendwie dieser Grausame anscheinend, ne? Die Gemahlinnen von ihm, nochmal hier auf so einer weißlichen Seite. Ja, Harris der Erste, habe ich auch nur mal gehört. Mein Gott, das hat hier alles wirklich, also epischen Charakter. Seine Kinder. Okay. Viserys der Erste, von dem hat man natürlich auch mal gehört. Prinzessin Rhaenyra. Aegon der Zweite. Also man merkt schon, ne? Die haben den Königen hier extrem viel Raum eingeräumt. So, Tanz der Drachen, die bedeutendsten Schlachten da nochmal. Ich weiß gar nicht genau, irgendwo mit diesem Tanz der Drachen und so, ich glaube, da spielt doch, glaube ich, auch die neue Serie, ne? House of the Dragon, habe ich auch leider noch nicht gesehen, die erste Staffel. Muss ich mir nochmal besorgen. Aber das mache ich jetzt alles ganz langsam in Ruhe, weil ich noch genügend Dinge zu gucken habe. So, die verschiedenen Drachen hier im Tanz. Dann Aegon der Dritte. Daeron der Erste, da weiß ich den Namen schon noch nicht mal, also nicht mal mehr. Baelor der Erste, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Seine Schwestern noch, und die haben sogar noch richtig wunderhübsche Illustrationen abgekriegt, heftig. Viserys der Zweite, Aegon der Vierte. Die neuen Mätressen Aegons des Vierten des Unwerten. Und die haben auch noch alle ihre Illustrationen abgekriegt. Nicht schlecht. Ja, natürlich alles hier total schöne Frauen. Dann Daeron der Zweite, den Namen kenne ich auch schon überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, welche Namen da im Buch überhaupt mal so erwähnt wurden. Aerys der Erste. Und dann Merkar der Erste, Aegon der Fünfte, das nimmt hier kein Ende mehr, wir sind hier schon auf Seite 109. Jaehaerys der Zweite, Aerys der Zweite, mein Gott. Okay, also das braucht man in dem Detail sicherlich nicht im Spiel, das ist ganz klar. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht mal was für normale Fans oder bisschen eingefleischtere Fans, das ist, glaube ich, schon was für extreme Fans hier. Okay, das war's dann damit. Dann geht es hier mit dem nächsten großen Kapitel weiter, der Sturz der Drachen. Okay, das Jahr des falschen Frühlings.
auch wieder so ein Special-Datum. Ja, das sagt mir jetzt aber auch nichts mehr, ehrlich gesagt. Okay, gut. Natürlich, dann hier Roberts oder Roberts Rebellion, das ist natürlich klar, ne? Und das Ende von dem ganzen Lied. Und ja, das müsste hier Königsmund sein, ne? Mit der Feste. Die glorreiche Herrschaft, was dann so passierte nach dem Fall des Hauses Targaryen. Einfach eine Doppelseite, eine schöne. Und dann haben wir hier endlich, nachdem wir schon sehr viele Seiten Könige und so weiter und Geschichte hatten, dann kommen wir hier zu den sieben Königslanden. Und das wird wahrscheinlich der Hauptfokuspunkt sein, der auch nützlich ist fürs Spiel. Mit einer schönen Karte natürlich und einer Legende hier. Gut, auch wieder Einschübe dazwischen und dann geht es hier erstmal los mit dem Norden. Mal gucken, wie viel Raum sie dem einräumen. Okay, das sind hier erstmal so zwei Seiten und dann geht sie erstmal noch in den Exkurs die Könige des Winters. Okay. Könige des Nordens anscheinend. Kurz was über die Bergstämme, das ist auch okay. Die Steinernen von Skagos. Ah, das sagt mir jetzt mittlerweile auch schon gar nichts mehr. Die Pfahlbaummenschen der Eng. Das weiß ich noch. Da spielte auch durchaus einiges in den Romanen. Das war schon auch sehr wichtig da in der Eng. Und die Pfahlbaummenschen, da gab es auch irgendwie tolle Charaktere, irgendwie, die da von den Pfahlbaummenschen kamen und irgendwas dann geholfen haben und so. Dann, beziehungsweise jetzt kommen direkt dann hier die Lords von Winterfell und natürlich Winterfell selber. Und natürlich muss dann hier noch die Mauer kommen und die Länder jenseits davon. Klar, die Nachtwache erstmal hier, die Wildlinge bekommen auch noch circa zwei Seiten Text. Und ja, das war's dann damit. Dann bekommen wir hier für die Flusslande auch nochmal eine eigene Karte, die hier direkt, und das finde ich sehr, sehr schön, das ist quasi wie im Rollenspiel, die halt direkt eingrenzt, welche diese Region ist. Die Flusslande, ja, auch erstmal so ein paar Seiten. Und natürlich das Haus Tully. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich glaube, aus dem Haus kam noch auch die Ehefrau von dem König von dem König von Winterfell sozusagen. Gott, ich habe diese ganzen Namen alle vergessen. Mein Gott. Das ist furchtbar. Gut, die Lords von Harrenhal sind hier nochmal aufgeführt. Harrenhal ist ja diese richtig heftige Mega-Festung, die aber durch Drachenfeuer ja, erobert werden konnte, meine ich. Ich glaube, das sind hier irgendwie eingeschmolzene Türme im Hintergrund. Ja, Schnellwasser hier noch. Der Sitz der Tullys. So eine klassische Wasserburg hier eigentlich. Auf Schnellwasser spielten auch so einige Szenen noch in den Büchern, das weiß ich auch noch. Und dann hier noch das Grüne Tal, das ist auch nochmal eine extra eigene Region hier in Westeros. Das Grüne Tal von Arryn. Ja, man muss es immer so ein bisschen Englisch eigentlich aussprechen, ne? Ist aber auch okay hier, finde ich, bei Game of Thrones. Ja. Als ich damals die Bücher angefangen habe zu lesen, habe ich immer versucht, alles komplett verdeutscht auszusprechen, aber das ging irgendwann nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Also das Grüne Tal von Arryn, das war auch in den Büchern lange, lange, lange nicht so Szene und das kam dann alles doch später erst. Ich glaube dann in der Serie dann auch. Ja, das hat dann auch wieder hier einige Seiten. Namen der bedeutendsten Bergstämme und dann kommt das Haus Arryn natürlich selbst nochmal dran auf anderthalb Seiten. Hohenehr kommt natürlich dann hier, die extrem gut zu verteidigende Festung oder uneinnehmbare Festung im Prinzip, wenn man nicht Drachen oder so hat. Ja.
Und da gab es auch viele tolle Szenen in den Büchern. Und allein der Weg dorthin wurde, glaube ich, relativ lange beschrieben in den Büchern. Dann kommen natürlich noch die Eiseninseln, auch hier einzeln benannt, auch mit den Orten, Pike und so weiter. Pike ist ja einer der wichtigsten Orte hier. Ja, die Eiseninseln, sehr, sehr schön. Da spielte auch ganz schön viel Mist in den späteren Büchern. Treibholzkronen. Die Eisenkönige dürfen natürlich nicht fehlen. Das schwarze Blut. Ja, und ich wollte gerade sagen, die Greyjoys müssen natürlich hier beschrieben werden. Gut, hier kann man es natürlich, also ich habe die Serie auf Englisch halt geguckt, ne? Aber das kann man natürlich hier normal, wie es hier auch steht, Graufreuz kann man natürlich dann sagen, ne? Klar. Die Graufreuz hier mit tollen wikingerartigen Darstellungen, rote Krake als Wappen. Ja, und natürlich der alte und der neue Weg hier, ne? Was die Götter angeht. Pike selbst wird hier auch noch kurz beschrieben als Hauptort. Und dann geht es noch um die Westlande. Und ich meine, da sind auch die die genau, Casterly Rock und so. Da sind hier unsere guten Freunde, die, mein Gott, Lannisters. Genau. Ja, das Haus Lannister hier dann direkt. Erstmal, wie das auch so unter den Targaryens eben war. Da gibt es auch hier viele, viele, viele Seiten. Und Casterly Stein hier nochmal einzeln, die uralte Feste. Gut. Die Weite gibt es hier noch. Mit Rosengarten und so weiter. Ne? Alsace liegt dort auch, also Old Town. Und ja, Rosengarten und so. Ne? Also hier fließen Milch und Honig sozusagen. Eine sehr fruchtbare Gegend. Ja, die Könige aus dem Hause Gärtner. Ach, aus dem Hause Gärtner, da kam doch auch hier der. Ah, wie hieß der denn nochmal? Der etwas dickere, der dann auch nach Alsace gegangen ist. Mein Gott, ich habe diese ganzen Namen alle vergessen. Das ist so extrem lange her. Verdammt. Ja, die Andalen in der Weite, wie das damals so war alles. Und dann eben hier Alsace nochmal beschrieben. Auch lange genug, weil da eben auch irgendwas war da. Die Erzmäster saßen da, glaube ich. Das war der Hort. Der Hort des Wissens und so weiter. Und da werden, glaube ich, auch die Master ausgebildet. Ja, das Haus Tyrell natürlich hier. Rosengarten, natürlich extrem schön alles. Und dann kommen noch die Sturmlande. Und na, welche wichtige. Genau, Sturmkap. Sturmkap war da sehr wichtig. Hier ist Tarth, Brienne von Tarth, die große Kriegerin, Kämpferin. Ja, die Sturmlande, okay. Auch hier wieder, wie das mit der Ankunft der ersten Menschen war und das Haus Darrandon ist hier wichtig. Das sagt mir ehrlich gesagt schon gar nichts mehr richtig. Andalen in den Sturmlanden. Genau, wichtiger ist hier in dem Bereich eigentlich das Haus Baratheon, wo natürlich auch Robert Baratheon am Anfang der Bücher, am Anfang der Serie der König ist, nachdem ja die Targaryens nicht mehr waren. Und hier haben wir ihn auch nochmal. Sir Duncan, der Große von der Königsgarde, stellt sich Lord Lionel Baratheon im Zweikampf. Beziehungsweise Lord Lionel ist gar nicht Robert Baratheon hier. Ja,
die Menschen der Sturmlande, Sturmkap als wichtige Festung hier. Und dann kommen wir noch in den Süden weiter, in den äußersten Süden, nach Dorne. Ja, die haben ja irgendwie immer den Targaryens Stand gehalten. Der Bruch und dann ja, Königreiche der ersten Menschen, da sind die, glaube ich, auch irgendwo gelandet, ne, in Dorne. So, die Andalen, wie das war, als die Andalen damals da angekommen sind, beziehungsweise, ach Quatsch, was rede ich denn hier? Die Andalen sind doch, die Reuner sind doch diejenigen, die angekommen sind, meine ich, unter Fürstin Nymeria. So, die Andalen waren doch quasi die Ureinwohner eher, meine ich. Ja, wenn ihr da gerade noch mal mehr Wissen habt, korrigiert mich gerne. Für mich ist es einfach zu lange her. Ja, ein paar seltsame Sitten des Südens und wie das so war, als Dorne gegen die Drachen gekämpft hat. Und hier sieht man schon, na, die waren sogar ganz erfolgreich, wie gesagt, sich da zu verteidigen. Irgendwann hatten die, glaube ich, keinen Bock mehr darauf und haben dann Dorne in Ruhe gelassen. Ja, Sonnenspeer ist natürlich hier sehr, sehr wichtig. Und das Haus Martell, ist das Haus Martell hier nicht irgendwie noch aufgelistet? Na gut, das ist doch hier irgendwie wichtig hier unten eigentlich. Gut, dann kommen wir hier nochmal zu den Landen jenseits des Königreichs der Abenddämmerung. Andere Länder. Gut, erstmal natürlich hier in Essos, ne, die freien Städte. Da haben wir einmal Lorath. Das waren, glaube ich, 9 Städte. Mal gucken, ob hier auch wirklich 9 Städte drin sind. Auch wieder eine unfassbar gute Illustration hier. Lorath, dann Norvos, okay. Dann haben wir hier drittens Kohor. Okay, viertens, fünftens und sechstens Myr, Lys und Tyrosch. Das haben sie dann hier mal zusammengefasst. Alles klar, wenn die dann so ein bisschen weniger wichtig sind, kann man das auch mal machen. Dann hier siebtens Pentos und achtens Volantis. Und das Allerwichtigste natürlich neuntens Braavos. Oh, hier ist auch ein richtig, richtig mieses Bild hier, wie der Typ hier mit den Ketten quasi gevierteilt werden soll und Elefanten das dann machen, den Job. Mein Gott. Ja, der Koloss von Braavos. Nicht von Rhodos, sondern von Braavos. Ja, Braavos wird natürlich hier länger beschrieben. Hier gibt es auch eine kleine Stadt, einen Stadtkartenausschnitt. Und dann kann man eben nochmal so schauen, was gibt es überhaupt jenseits noch von diesen freien Städten. Ja, da gibt es noch die Sommerinseln. Die werden, glaube ich, auch in Büchern eher wenig erwähnt. Aber immerhin, die kriegen einige Seiten ab. Und wenn man hier so schaut von der Baukunst und so, Gott, das könnte irgendwie, keine Ahnung, Myanmar oder irgendwie sowas sein. So, also ein bisschen asiatisch irgendwie. Naht gibt es da anscheinend und die Basiliskeninseln sind da auch noch. Okay, das sind doch einige. Ach so. Okay, das ist nochmal was extra. Gut. Ja. Sotorios. Über das man eben nur sehr wenig weiß, ist hier auch noch drin. Das ist wirklich auch hier nur so, ja, so 2 Seiten oder so. Und die Graslande, das sind, glaube ich, einfach diese riesigen Steppen, die sich dann ab östlich der freien Städte erstrecken, wo dann auch wie heißen denn diese Reitervölker nochmal dort? Gott, ich habe alles vergessen, ne? Ich habe alles vergessen. Irgendwas mit D war das. Mein Gott. Dothraki, genau, die Dothraki. Ich glaube, hier geht es um diese ganzen Steppen, wo die Dothraki rumreiten. Genau, hier sind sie doch auch schon.
Genau, mit ihren hier die Schlacht vor den Toren Satars und Vestotrak. Auch ganz wichtig hier in Büchern und Serie. Ja, dann hier das zitternde Meer wird hier noch beschrieben. Und dann gibt es hier noch Ib. Da habe ich auch keine Ahnung, was das sein soll, ehrlich gesagt. Das sind Inseln hier anscheinend, okay. Ja, was östlich von Ib noch ist. Und dann noch die Knochen, das sind glaube ich auch irgendwelche Halbinseln, Inseln oder so. Und der ferne Osten noch von Essos. Yiti. Ja, das sind wirklich so Legendenlande irgendwie. Das ist dann auch alles so ein bisschen asiatisch angehaucht, glaube ich. So, auch die Gottheiten da nochmal. Die Ebenen der Yogos Nai. Das sagt mir jetzt gerade auch nichts. Das sind irgendwelche östlichen Ebenen noch weiter, wo quasi Leute auf Zebras reiten, wenn man so will. Leng. Oh, das ist ja lustig. Ich meine, auch bei Cthulhu, ne, gibt es auch das Plateau von Leng und so weiter, Menschen von Leng. Oha. Ja, das ist alles mehr so dieses asiatische. Ja, und Asai natürlich noch, wo irgendwie komische Magier herkommen können und man nicht weiß, ob die wirklich zaubern können. Und das ist alles irgendwie ganz komisch, aber auch sehr, sehr cool, weil man das nie so richtig durchdringen kann. Und genau, hier haben wir nochmal. Wahrscheinlich Daenerys, ne? Genau, Daenerys Targaryen mit den drei Drachen. Hier steht aber nicht Daenerys direkt, hier steht einfach nur die Wiedergeburt der Drachen, Fragezeichen. Und dann haben wir hier noch ein Nachwort mit einem riesigen Stammbaum des Hauses Targaryen und das Haus Stark. Ach, genau, ja, Eddard Stark. Genau, hier ist er doch, Eddard Stark. Genau, das meinte ich doch vorhin. Catelyn Tully. Genau, die kam aus dem Haus Tully. Das Haus Lannister ist hier noch. Ja, und dann nochmal eine Karte, eine komplette. Und hier die Herrschaft des Hauses Targaryen, hier nochmal in so einer Zeitleiste. Und dann kriegen wir sogar auch noch einen schönen Index geliefert mit drei sehr klein gedruckten Seiten, aber macht ja nichts. Und hier sogar am Ende kriegen wir nochmal eine geile Illustration. Die Zwillinge. Oh Gott. Ja, das Adelsgeschlecht, was da gehaust hat, konnte sehr schön hier den Flussübergang kontrollieren und das, ja, gut. Ich sag nur Red Wedding. Gut. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Adelshaus hieß, aber die hatten so viele Kinder, ne? Dieser hässliche Bastard-Typ da. Und hier kriegen wir sogar noch ein cooles Bild. Jon Schnee und Geist. Sehr cool. Ja, dann natürlich noch die Künstler. Und dann nochmal Wappen. Und im Nachsatz kriegen wir gleich nochmal Rhaegar Targaryen und Lord Robert Baratheon treffen an der Rubinenfront während der Schlacht am Trident aufeinander. Ich meine, das ist natürlich hier eines Gemäldes nochmal würdig, ne? Was hatten wir denn eigentlich im Vorsatz? Ach so. Genau, hier, na, mir liegt's auf der Zunge. Sag mal schnell, Drachenstein, genau. Und hier rechts Sturmkapp. Drachenstein, okay. Gut. Das soll es dann einmal gewesen sein in einer guten halben Stunde hier. Ja, ich würde mal als Fazit sagen, für Leute, die so halbwegs Fans sind, lohnt sich dieser Band auf jeden Fall generell. 30 €, ich meine, und gerade als Rollenspieler so kann man damit überhaupt nichts falsch machen, weil man da ganz andere Preise gewohnt ist. Und ich würde sagen, als Ergänzung, auch mit sehr, sehr großem historischen und ja, biografischen Hintergrund aller möglichen Targaryen, ja doch, Targaryen-Könige. Und viel Zwischenbeschreibung von kleinen Dingen auch und natürlich auch der großen Landbeschreibung der ganzen wichtigen Länder hier und sogar nochmal schöne
Beschreibungen von so Landstrichen, über die man so gar nicht richtig was weiß und mitgekriegt hat, auch in den Büchern und natürlich erst recht nicht in der Serie, ist es auf jeden Fall das Geld ziemlich wert und es ist natürlich auch extrem hochwertig aufgemacht. Also Hut ab, da hätte man auch, also ganz ehrlich, wenn das irgendwo im Regal gestanden hätte, irgendwo in einem Laden für 39,99 oder 49,99, ich hätte halt einfach gedacht, wenn ich da so hätte reingucken können vorher, ja, 50 €, klare Sache, alles gut, wird gekauft. Aber es kostet halt anscheinend nur 30, soweit ich das noch weiß. Ja, und ich weiß zwar auch, es gibt alle wichtigen Sachen im Kampagnenführer zu dem entsprechenden Rollenspiel, wobei den gibt es ja auch nicht mehr, muss man auch sagen, ne? Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es beim Manticore Verlag überhaupt PDFs gibt. Gibt es PDFs von dem Lied von Eis und Feuer, Game of Thrones Rollenspiel? Ich weiß es gar nicht. Also mir wurde zum Glück das gesamte Rollenspiel bis auf Dragonhoard, den Abenteuerband, wurde mir halt alles komplett damals zum Geburtstag geschenkt, vor einigen Jahren. Und als ich dann gemerkt habe, dass das alles langsam vergriffen ist und dann wirklich vergriffen war, bis auf den Abenteuerband habe ich mir noch schnell Dragonhoard bei Manticore bestellt. Und ich glaube, jetzt ist sogar das auch vergriffen. Also ich habe mittlerweile auf jeden Fall alles davon. So viel gab es ja auch nicht, ne? Ihr seht das ja hier auch in der Playlist im Prinzip dann. Ich meine, es gab halt das Hauptbuch, ne, Regelwerk, dann gab es halt als Weltenband den Kampagnenführer und dann noch diesen Chronikstarter, wo man auch, glaube ich, irgendwo in der Mitte von Westeros irgendwas anfangen konnte. Ich glaube, mit dem Haus Tully oder sowas. Oder drumrum irgendwas. Und natürlich SL-Schirm, ich glaube, der hat dann auch die große Mauer, die Eismauer gezeigt und so weiter, mit einem netten Heft und Sachen noch dazu. Und es gab die Nachtwache noch als Extraband, meine ich. Ich gucke mal kurz hinter mich ins Regal. Genau, Night's Watch, die Nachtwache hieß das dann so. Englisch-deutscher Doppeltitel irgendwie. Genau, die Produkte gab es halt und ja, ich sag mal so, ne, diesen Band braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man den Kampagnenführer hat, ne? Da ist ja dann alles Wichtige irgendwie schon so drin, dass man damit super spielen kann. Und wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar mehr Details zu irgendwelchen Leuten und Festungen und sowas alles in irgendwelchen Landstrichen, weil das ist ja dann fürs Rollenspiel auch wichtiger, ne? Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, damit kann man auf jeden Fall als Ergänzung überhaupt nichts falsch machen. Und auch mit dem Kartenpack, mit dem großen, glaube ich, für 20 € oder so nichts, das ich hier ja auch schon mal vorgestellt habe. Ja, also meine klare Empfehlung auf jeden Fall. Und ich konnte da zwar noch nicht reinlesen, aber die Zeit wird noch kommen. Und dann werde ich mich auf jeden Fall echt freuen. Gut, dann erstmal bis hierher und bis denn.